Friends wieder. Ja, wie ihr seht, habe ich mir hier, also bin gerade dabei, mir eine kleine YouTube-Ecke einzurichten. Und ja, die werde ich dann nach und nach noch dekorieren und anpassen und genau. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Ja, am Ende des Videos habe ich noch eine Sache, die ich euch noch sagen möchte. Also, bitte dranbleiben. Ja, heute habe ich mal ein etwas ernsteres Thema, da ich dazu auf jeden Fall mal ein Video machen wollte, weil das eigentlich eine Sache ist, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber die manchmal echt im Alltag gar nicht so einfach ist und die man auch lernen kann. Und zwar geht es ums Glücklichsein, denn es gibt immer mehr Jugendliche, vor allem in meinem Alter auch, die oft mit Depressionen zu kämpfen haben und naja, allgemein die Gesellschaft. So wie wir leben, sind wir meistens nicht wirklich glücklich. Wir erfüllen unsere Pflichten und verspüren dabei aber keine Freude. Dabei ist Glücklichsein so was mega Wichtiges und was wir eigentlich viel zu oft vernachlässigen. Und zwar habe ich beschlossen, das Video zu drehen aus dem Thema, vielleicht haben es ja einige mitbekommen, auf Instagram zum Beispiel, habe ich das ja ab und zu mal gepostet. Es ist was ziemlich Schlimmes passiert bei mir. In meinem Leben, das ist eigentlich das Schlimmste, was jemals hätte passieren können, wo ich immer gehofft und gebetet habe, dass es niemals passiert, aber es ist passiert. Und ist aber zum Glück gut ausgegangen, ist auch gerade, es wird immer besser wieder und ja, also die Sache ist eigentlich schon fast wieder gut, aber es ist eben halt passiert und das war echt jetzt der letzte Monat. Die schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben und ich glaube, es wird nie wieder eine schlimmere Zeit kommen. Also das war echt unerträglich und ja, deswegen musste ich wirklich darauf achten, wie ich lebe, dass ich mir nicht zu viele Gedanken mache, dass ich nicht komplett in Depressionen und Trauer versinke. Und musste mich manchmal auch wirklich zwingen, dazu glücklich zu sein. Und da habe ich mir gedacht, gut, wie mache ich das eigentlich? Dass ich mich vielleicht ein bisschen dazu ermutigen kann, glücklich zu sein, auch in dieser Situation gerade. Und da habe ich mir so ein paar Strategien überlegt, Methoden, Dinge, die mich glücklich machen. Ja, und das werde ich euch jetzt vorstellen. Als allererstes geht es erstmal um die grundlegende Denkweise. Unsere heutige Gesellschaft ist sehr dazu verleitet, immer negativ zu denken, immer mit allem unzufrieden zu sein. Zum Beispiel, ah nein, das kann ich nicht, ich bin schlechter drin, ich bin zu dick, ich bin zu schlecht dafür, ich bin nicht genug. Das Denken heutzutage ist einfach total negativ. Eigentlich sollte man lieber positiv denken, als hätte man meisten Sachen schon erreicht. Zum Beispiel, ich bin so froh und dankbar, dass ich jetzt 10 Kilo abgenommen habe. Nur als Beispiel. Und wenn man diesen Gedanken immer verinnerlicht und fest daran glaubt, dann schafft man seine Ziele auch. Man muss einfach wirklich sich dazu zwingen, positiv zu denken. Wenn man zum Beispiel früh aufsteht und, keine Ahnung, zum Beispiel einen grauen Wolkenhimmel draußen sieht, da habe ich auch schlechte Laune. Ja, man muss aber sich einfach denken, ja, heute kann ein schöner Tag werden, heute kann ich was schaffen. Heute wird der Tag richtig gut und den Gedanken muss man dann auch die ganze Zeit beibehalten. Denn es ist einfach so, so wie man denkt, so fühlt man sich auch. Es gibt ja auch verschiedene Situationen, die meisten sagen, das und das Ereignis hat mich jetzt total dazu gebracht, dass ich mich ärgere. Es hat mich dazu gebracht, mich traurig zu fühlen. Aber eigentlich ist das gar nicht so. Die Ereignisse sind nicht daran schuld. Es ist unsere Schuld, wie wir darüber denken. Bestes Beispiel, ich jetzt, das Ereignis, was passiert ist, hat mich nicht traurig gemacht. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, mich da total reingesteigert, mir viel zu viele Gedanken gemacht, mir Sorgen gemacht, mir ausgemalt, was für Katastrophen noch passieren könnten. Und dieses Übertreiben in meinem Kopf, das hat mich so richtig runtergezogen. Ich hätte eigentlich einfach nur versuchen müssen, gelassen zu sein und das Beste zu hoffen, dass es bald wieder gut wird. Noch ein gutes Beispiel von mir. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag eine Mathearbeit schreibe. Und ich und Mathe, naja. Ich schreibe in Mathe eigentlich kontinuierlich nur Sechsen. Aber auch nur, weil ich eine innere Einstellung habe, die sagt, oh, ich hasse Mathe, ich kann das sowieso nicht. Immer so eine negative Einstellung. Und genau weil ich das denke, genau deswegen ist es auch so. Wenn ich einfach mal denken würde, ich kann Mathe, ich bin gut darin, die Arbeit wird ein Klacks, ich krieg 15 Punkte, also ein 1, dann würde es vielleicht ein bisschen positiver ausfallen, aber dann muss ich mich selbst noch dazu zwingen, so zu denken, weil Mathe ist echt noch das größte Hindernis, wo ich
echt wirklich richtig Probleme, positiv zu denken. Das alles, was ich gerade euch über eine grundlegende Denkweise erzählt habe, das habe ich aus 2 bzw. 3 Büchern. Ich lese zurzeit sehr viel, weil es mir auf der einen Seite Spaß macht und auf der anderen Seite versuche ich auch, meine Psyche zu kontrollieren, weil ich wirklich immer total unkontrolliert in meinen Gefühlen war, mich schnell dazu verleiten ließ, wirklich traurig zu sein, auch manchmal einfach ohne Grund, und ich dachte mir, so kann das nicht weitergehen. Und meine Mom hat mir ein paar Bücher empfohlen, als es dann angefangen hat, dass sie mir dieses Buch hier zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt hat, oder zum Geburtstag, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Und dieses Buch heißt The Secret Teen Power und ist die Version für Jugendliche von diesem Buch, The Secret. Das große Geheimnis, wie lautet es? Warum lohnt es sich, es zu kennen? Hattest du jemals einen Traum, ein Geheimnis oder einen leidenschaftlichen Wunsch, aber wusstest nicht, wie du ihn in Realität werden lassen kannst? Wenn ja, dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich. The Secret, das Geheimnis, hat bereits Millionen Menschen auf der ganzen Welt gezeigt, wie sie ihr Leben ändern und ihre Träume verwirklichen können. Wenn es Millionen andere können, kannst du es auch. Das Geheimnis gibt dir die Macht, alles zu sein, zu tun oder zu haben, was du sein, tun oder haben willst. Wohlstand, Erfolg, wunderbare Beziehungen und gute Gesundheit und mehr Selbstvertrauen. Alles, was du dir von Herzen wünschst. Du musst nur eines tun, das Geheimnis entdecken. Sie halten ein großes Geheimnis in ihren Händen. Es überdauerte Zeiten, war heiß begehrt, wurde versteckt, geraubt und für große Reichtümer erworben. Die Smaragdtafel des Hermes Trismegistos zeugt von diesem Geheimnis. Platon, Leonardo da Vinci und Einstein haben um dieses Geheimnis gewusst, wie alle großen Denker und Genies der Geschichte. Das Wissen ist auch in unserer Gegenwart vorhanden. 24 renommierte Weisheitslehrer geben es hier weiter. Auf ihrer Reise durch diese Seiten werden sie das Geheimnis kennenlernen und erfahren, wie sie alles haben, sein oder tun können, was sie wollen. Sie werden auch erfahren, wer sie wirklich sind. Und sie werden erfahren, welche Herrlichkeit sie in ihrem Leben erwartet. Ich habe beide Bücher gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, das hier gefällt mir besser für Erwachsene, weil da einfach viel, viel besser alles ausformuliert ist und viel mehr auch vom Inhalt drin steht. Und ja, aber für Teenager ist das hier halt ein bisschen besser zu verstehen, weil es halt auch simpler geschrieben ist. Und in diesen Büchern geht es einfach um das Prinzip, du kannst alles sein, haben und tun, was du willst. Es geht einfach alles, alles ist möglich. Es geht um, ich weiß, das hört sich jetzt so ein bisschen spirituell an, aber genau das ist es auch. Es geht um, wie du denkst, genau das passiert auch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, der Tag wird toll und ich wirklich mich auf die Gedanken konzentriere, daran glaube und erwarte, dass es so erfüllt wird, dann passiert das auch. Genau das Gleiche gilt aber auch für zum Beispiel, ich bin zu fett. Wenn ich das denke, dann ist es auch so. Also alles, was wir denken, ist richtig und Gedanken werden Dinge. Genau darum geht es in diesem Buch. Und das Buch hat mich wirklich so fasziniert. Es hat mein Leben komplett verändert. Ich weiß durch dieses Buch wirklich, wie ich mein Leben ein bisschen besser meistern kann, dass mir auch wirklich gute Dinge passieren. Und oh mein Gott, mir sind so viele geile Dinge passiert, als ich The Secret, das Geheimnis, angewendet habe. Es ist wirklich einfach der Hammer. Es hat alles funktioniert, was da drin stand. Die Gedanken, die ich aussende, genau das kommt auf mich zurück. Und es ist wirklich so viel, wirklich, ich habe so viele Kontakte geknüpft. Ich bin so weit mit YouTube gekommen, nur weil ich das Geheimnis aus diesem Buch angewendet habe. Und die haben mir wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Durch den Lernprozess zum Glücklichsein. Und dann habe ich dann noch ein drittes Buch, das habe ich gerade erst angefangen zu lesen, aber ich finde es auch wirklich ziemlich interessant. Gelassenheit beginnt im Kopf. So entwickeln sie einen entspannten Lebensstil. Selbst in turbulenten Zeiten ist es möglich, gelassen zu bleiben. Aber wie? Der Bestseller-Autor und Coach Thomas Hohensee hat eine überraschend einfache Antwort. Das Denken entspannen. Wenn alles schief zu laufen scheint und das Chaos losbricht, wechseln Sie die Denkrichtung. Spannen Sie einen Schirm auf und der Regen prallt an Ihnen ab. Das wunderbare Leben beginnt im Kopf. Die Gelassenheit auch. Da wird wirklich beschrieben, wie wir mit Stresssituationen umgehen. Dass wir halt gelassen bleiben sollen. Und das ist wirklich, ich kann es noch nicht so gut beurteilen, weil ich es noch nicht, ich habe halt gerade erst mal den Anfang gelesen. So viel, das kleine Stück darum. Aber ich finde den Anfang schon ziemlich gut. Das Buch spricht mich sehr an und ich glaube, daraus werde ich auch noch sehr viel lernen. Ja, wie gesagt, diese 3 Bücher kann ich euch wirklich nur empfehlen. Die haben mir sehr geholfen, weiter
zur nächsten Methode. Für mich ist es auch ein sehr, sehr wichtiger Teil, der mich zum Glücklichsein bringt, das körperliche Wohlgefühl. Weil, ganz ehrlich, wenn ich mich in meinem eigenen Körper nicht wohlfühle, dann, wie soll ich, also ich persönlich kann mich dann nicht wirklich dazu überwinden, mich glücklich zu fühlen. Deswegen ist es auf jeden Fall ganz wichtig, regelmäßig Sport zu machen. Auch wenn ihr Sport hasst, glaubt mir, ich habe Sport gehasst wie die Pest. Ich habe es gehasst. Und seitdem ich mich aber wirklich gezwungen habe, das regelmäßig zu machen, finde ich es eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Ich finde es sogar ganz okay. Es befreit den Geist. Man hat einfach komplett freien Kopf. Man kann die Gedanken loslassen. Und das Wichtigste ist ja erstmal, man weiß, wie man mit seinem Körper umzugehen hat. Man fühlt sich wohler da drin. Man fühlt sich auf jeden Fall selbstbewusster. Man hat eine ganz andere Körperhaltung, was auch eine ganz andere Ausstrahlung bringt, was man selbst ja auch bemerkt. Und das macht einen nochmal, keine Ahnung, das befreit einen irgendwie. Das ist wirklich sehr wichtig, dass man regelmäßig Sport macht. Dann ist es auf jeden Fall wichtig, viel zu trinken. Es ist wirklich sehr wichtig, glaubt mir. Weil wenn ihr zu wenig trinkt, ihr werdet müde, ihr bekommt Kopfschmerzen, ihr habt zu viel Hunger, weil manchmal, wenn ich Hunger habe, dann ist es meistens einfach nur das Durstgefühl. Das kommt dann wieder, dass man halt vielleicht nicht die Traumfigur hat, die man gerne haben möchte. Was einen dann auch wieder so ein bisschen am Glücklichsein hindern kann. Es gibt auch Leute, die sind ein bisschen völliger und die sind total glücklich mit sich. Und das finde ich auch total okay. Und das geht auch, aber den meisten fällt es halt nicht so leicht. Das will ich auch gar nicht leugnen, weil es gibt wirklich viele Menschen, die haben, also jetzt einige, die haben Übergewicht oder sind halt ein kleines bisschen mobbeliger und fühlen sich deswegen halt nicht selbstbewusst und mögen sich selbst nicht so sehr. Und das hindert natürlich am Glücklichsein, deswegen ist ein gutes Körpergefühl auf jeden Fall wichtig. Dann kommt auf jeden Fall noch eine richtige, gesunde Ernährung dazu. Es schlägt einfach wirklich, die meisten merken das nicht so, aber es schlägt wirklich aufs Gemüt, wenn man sich falsch ernährt, wenn man nur Fast Food isst, wenn man nur fettig isst, also das ist wirklich nicht gut. Auch wenn man denkt, ach, das geht doch sowieso nur auf die Figur, davon kriege ich doch keine schlechte Laune. Doch, das ist wirklich so, von schlechter Ernährung bekommt man schlechte Laune. Aber man will es selbst sich nicht so wahrhaben und verdrängt es deswegen. Und dass man weiter sein Fastfood essen kann. Das war bei mir auch lange Zeit so. Aber dann habe ich entdeckt, wie es ist, vegetarisch zu leben. Und ich fühle mich so viel besser. Wirklich. Aber das ist meine Meinung. Ihr könnt natürlich eine andere haben. Aber ich bin fest überzeugter Vegetarier, wenn ihr dann später auch mich weiterentwickeln zum Veganer. Und wirklich, es geht mir viel, viel besser. Und dann habe ich jetzt gemacht, dass ich mindestens einmal im Monat einen Beauty Day mache. An diesem Beauty Day mache ich viel Sport, kümmere mich um meine Haut, Fußpflege, Gesichtspflege, Haarpflege. Das ist einfach ein Tag, der komplett mir gewidmet ist, dass ich einfach mal Zeit für mich habe und nicht für andere. Und ja, da habe ich eigentlich auch vor, euch mal ein Vlog zu drehen, was ich an dem Beauty-Tag alles so mache. Das werdet ihr dann später sehen. Wahrscheinlich im Frühling dann, wenn wir wieder besseres Wetter haben, weil dann könnte ich vielleicht auch endlich mal wieder joggen gehen. Und wie gesagt, zu Sport, Trinken, Kalorien habe ich, also ich selber könnte da niemals durchblicken, weil ich absolutes Chaos in meinem Kopf bin. Und deswegen habe ich für alles eine App. Und falls ihr sehen wollt, welche Apps ich dafür habe, dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich vielleicht mal ein What's on my phone Tag machen soll. Hab schon mal drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht, ob ihr das wirklich sehen wollt. Deswegen schreibt es mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Das würde mich mal interessieren. Was auch wirklich sehr, 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 sehr wichtig ist, um glücklich sein zu können, ist ausreichend Schlaf. Ich mache es zum Beispiel so, ich versuche in der Woche Schulzeit so mindestens 7-8 Stunden Schlaf zu bekommen, was nicht immer klappt, weil Schule und Hausaufgaben und Lernen und da kommen dann meistens nur 5 Stunden bei raus. Dementsprechend fühle ich mich dann aber auch und das ist nicht glücklich. Und am Wochenende versuche ich mir so 10 Stunden zu schlafen, aber ich brauche wirklich viel Schlaf und man fühlt sich einfach wirklich viel, viel besser, wenn man ausreichend geschlafen hat. Man fühlt sich viel motivierter, vitaler, man ist kreativer und es ist wirklich sehr wichtig, dass man ausreichend schläft. Das trägt auch viel dazu bei, dass man glücklich ist. Wirklich sehr viel. Natürlich kommt es nicht nur auf einen selbst an, glücklich zu sein.
Man sollte sich einfach mit Leuten umgeben, die man wirklich sehr mag, die einen glücklich machen, mit denen man lachen kann, über alles reden kann. Und das ist nämlich der Punkt, weil es gibt so viele falsche Schlangen. Und wenn man die erstmal erkannt hat und sich trotzdem weiter mit denen abgibt, das macht einen nicht wirklich glücklich. Deswegen wirklich, ich gebe euch den Rat, guckt wirklich, wem kann ich vertrauen, mit wem fühlt sich das Leben einfach schön an und hängt euch mehr an die Leute. Weil wenn ihr euch immer nur mit Leuten umgibt, die euch nerven, an denen euch was stört, das ist eigentlich einfach nicht gut für euer Mut. Also für euer Gefühl. Und das, ich weiß gerade gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne dass es fies klingt. Aber wenn man sich immer mit den falschen Leuten abgibt, die einen vielleicht sogar noch runter machen, ich glaube, dann kann man einfach nicht glücklich sein. Und genau das wollte ich damit ausdrücken. Auf jeden Fall sollte man sich mehr mit den Sachen beschäftigen, die einen wirklich Spaß und machen und Freude bereiten. Die einen einfach glücklich machen. Sich mehr mit seinen Hobbys beschäftigen. Ich zum Beispiel, seitdem ich mehr darauf achte, was mich glücklich macht, habe ich wieder total Spaß dran, Videos zu drehen. Ich bin nicht mehr so unmotiviert. Ich habe wirklich total viele kreative Ideen. Ich bastel viel. Mir fallen viel mehr Videoideen ein. Und ja, meine Hobbys wie zum Beispiel jetzt auch Sport und Bauchtanz und alles. Ich fühle mich einfach viel, viel besser, wenn ich mich mehr mit denen beschäftige, um mich halt von schlechteren Dingen abzulenken. Deswegen bin ich halt auch gern mit meinem Freund zusammen, weil ich bin bei ihm eigentlich einfach wirklich glücklich, pur glücklich. Und er tut mir einfach gut und deswegen bin ich auch viel bei ihm. Ich bin auch viel in der Natur, ich beschäftige mich viel mit Natur und es gibt mir auch ein gutes Gefühl, wenn ich mich mit Naturschutz, Tierschutz und sowas beschäftige. Wie gesagt, der Vegetarismus, das gibt mir ein so gutes Gefühl, weil ich einfach weiß, dass es richtig ist. Und ja, deswegen beschäftige ich mich zurzeit auch sehr viel damit. Dann sollte man auf jeden Fall für seine Träume und Wünsche kämpfen. Es gibt immer mal Leute, die haben wirklich einen Traum, aber alle anderen sagen, hey, das funktioniert doch so nicht, das ist total unrealistisch. So war es bei mir auch immer sehr, sehr oft. Aber ich bin immer standhaft geblieben, habe immer gesagt, nein, ich will das machen und ich kriege das hin. Und ich habe alles dafür getan. Und ja, ihr seht, wie weit ich jetzt schon mit YouTube bin. Also gut, mit den großen, ganz großen YouTubern kann man mich natürlich nicht vergleichen. Aber ich habe auf jeden Fall viel geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und man sollte auf jeden Fall standhaft bleiben. Auf jeden Fall ist es wichtig, nicht alles, was man anfängt, wird sofort perfekt. Es heißt, was lange wird, wird gut. Übung macht den Meister. Träume und Wünsche aufzubauen und erfolgreich damit zu sein, das ist wie ein Baum. Wenn er langsam wächst, also wirklich ganz langsam, wie zum Beispiel ein YouTube-Channel, wenn er ganz langsam bekannter wird, dann kann er umso dickere Wurzeln machen und ist dabei viel, viel standhafter. Ein Baum, der sofort ganz schnell in die Höhe sprießt, aber dabei kaum Wurzeln bilden kann, der wird sehr schnell wieder umkippen. Deswegen auch das Sprichwort, wer hochfliegt, fällt tief. Ja, und deswegen seid standhaft, glaubt an eure Träume, tut alles dafür und ja, das macht einen auf jeden Fall glücklich. Man sollte sich auf keinen Fall unterkriegen lassen, man sollte immer an sich glauben. Und ja, auf jeden Fall sein Ding machen und wenn man immer positiv denkt, dann kriegt man das auch hin. Wenn es dann immer noch Dinge gibt, die ihr zum Beispiel an euren Äußeren oder in eurem Inneren nicht mögt, dann ist es vielleicht Zeit für eine Veränderung. Mir hat es sehr geholfen. So wie ich früher war, das habe ich mir überhaupt nicht gefallen. Ich war schüchtern. Ich war komplett seltsam. Ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich konnte mich einfach nicht durchsetzen. Ich fand mich selbst total hässlich. Da habe ich mir gesagt, gut, die Dinge, die du jetzt doof an dir findest, die wirst du jetzt ausmerzen und so viel verändern, bis du zufrieden damit bist. Und die Dinge, die ich besonders schön an mir fand, die habe ich nochmal extra hervorgehoben. Und das habe ich dann so lange gemacht, bis ich wirklich zufrieden mit mir war. Und ich habe mich so viel besser gefühlt, ich hatte Selbstvertrauen. Ich habe mich den wichtigeren Dingen des Lebens gewidmet, als nur den Äußerlichkeiten gut auszusehen oder sonst was. Wenn man erstmal mit sich selbst im Reinen ist, dann kann man sich mit viel, viel wichtigeren Dingen beschäftigen. Ah, man fühlt sich einfach auch viel, viel besser und selbstbewusster, wenn man zufrieden mit sich ist. Und ja, deswegen kann manchmal vielleicht ein Umstyling helfen. Und wenn man mit sich unzufrieden ist, wie man von seiner Art ist, vom Charakter, dann sollte man vielleicht da gucken, gut, was kann ich jetzt anders machen? Und wenn man das erstmal verstanden hat, dann kann es eigentlich nur besser werden. Dann, was ich auch in letzter Zeit
sehr viel hatte, was mir unheimlich auf den Magen geschlagen hat, wenn man wegen irgendwas ein schlechtes Gefühl oder ein flaues Gefühl im Magen hat, dann sollte man auf die Problematik zugehen und aktiv etwas ändern. Wenn man sich ständig im Hinterkopf mit den Sachen rumschlägt, ja, das löst sich schon irgendwie. Sobald ich an die Sache gedacht habe, wurde mich total unwohl und ich habe mich damit echt nicht glücklich gefühlt. Zum Beispiel war es bei mir so, ich wollte ja eigentlich Filmschauspielerin werden, habe mich dazu viel belesen und ja, habe auch immer mehr über die Lebensumstände dann drüber nachgedacht. Habe drüber nachgedacht, gut, du wirst deinen Freund kaum sehen, wenn wir irgendwann Kinder haben sollten. Habe ich für die auch Konzerte, du bist nur unterwegs, bist kaum zu Hause. Dann ist es nicht mehr sicher, ob ich Jobs kriege. Es kann sein, dass ich jahrelang arbeitslos bin. Dann kann es sein, dass ich absolut nichts verdiene, beziehungsweise so viel verdiene, dass ich davon absolut nicht leben kann. Und immer, wenn ich daran gedacht habe, vor allem auch wegen meinem Freund, weil er damit auch nicht so gut umgehen konnte, mir ist immer richtig schlecht geworden. Deswegen habe ich irgendwann, ich habe hier jahrelang alles geplant. Ich habe jahrelang geplant, gut, da mache ich Ausbildung, so und so wird dann alles ablaufen und das muss ich dann alles über den Haufen schmeißen. Und das war echt, ich brauchte Mut, um das alles wieder zu verändern. Komplett die ganze Lebensplanung, alles über den Haufen zu werfen. Aber genau das habe ich dann auch gemacht. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, was ich werden will, vielleicht Make-up-Artist oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall ist erstmal so eine richtige Last von mir abgefallen. Ich habe es dann meinen Eltern erzählt, meinen Freunden und seitdem geht es mir einfach so viel besser, weil wirklich so ein richtiger Stein vom Herzen gefallen ist. Und dann mein letzter Tipp, wenn man einfach zu viele Gedanken im Kopf hat, viel zu viel Chaos, man weiß gar nicht, wohin damit. Was mir früher viel geholfen hat, was ich jetzt nicht mehr mache, weil ich ehrlich gesagt keine Zeit mehr dafür habe, aber schreibt Tagebuch. Wirklich, das ist Wahnsinn. Hat sich einfach mal was von der Seele geredet, auch wenn ich wirklich mal zugehört hat, aber immerhin. Und es hat auch sehr geholfen. Dann habe ich noch einen ganz kleinen Glücklichsei-Hack für euch. Ich brauche etwas, was ich immer bei Hand habe und wenn es mir schlecht geht, kann ich hereingucken und dann geht es mir wieder gut. Ich bin noch nicht ganz fertig damit. Ich rede von meinem Motivationsbuch. Hinten drauf noch ein kleiner süßer Spruch. Ja. Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Und da habe ich halt reingeschrieben, was ich alles an mir mag. Dass ich mich auch immer wieder selbst daran erinnere, wenn ich wieder Selbstzweifel oder sonst was habe, dass ich mich wirklich darauf konzentriere und mir das wieder klar mache. Und dann, das muss ich noch machen, habe ich ein paar Seiten gemacht mit was macht mich glücklich. Und ja, da stehen dann zum Beispiel drin wie mein Freund, meine beste Freundin, meine Katze, YouTube, Musik, Tanzen, also in Bezug auf Bauchtanz, Body Modification, bunte Haare, Piercings, Tattoos, Urlaub, Freizeit. Also das habe ich ja alles immer so als Überschrift gemacht und dann will ich ja noch kleine Bilder reinkleben. Und immer wenn ich dann schlecht gelaunt bin oder unmotiviert bin, dann gucke ich mir dieses kleine Büchlein an und dann geht es mir schon viel, viel besser. Also das würde ich euch auch empfehlen, dass ihr das macht. Das ist eigentlich eine ganz süße Idee. Dann war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch vielleicht auch ein bisschen weitergeholfen. Ich glaube, es wird bestimmt ganz schön lang. Aber ich musste mir das jetzt einfach mal von der Seele reden und es gibt vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht genau diese Tipps gebraucht hat. Und wenn ja, dann lasst es mich einfach wissen mit einem Daumen nach oben und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr vielleicht schon mal was von den Büchern gehört habt, ob ihr die schon mal gelesen habt. Ob ich den WhatsApp mein Phone-Tag machen soll. Und genau. Ach ja, genau. Jetzt kommen noch die Sachen, die ich euch am Anfang gesagt habe, dass ich die euch noch erzählen will. Erstens, ich habe ja gesagt, ich setze mich für Naturschutz ein und Tierschutz und sowas. Und da wollte ich nochmal auf das Projekt Trees of Life verweisen. Das findet ihr hier. Trees of Life. Und ich habe das euch nochmal in der Infobox verlinkt, also in der Videobeschreibung. Das Video müsst ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken und teilen und mitmachen, ganz wichtig. Weil das mir wirklich ein Projekt ist, was mir im Herzen liegt, wo auch viele andere YouTuber mitmachen. Ja, und was ich auf jeden Fall will, das ist ganz, ganz groß wird noch. Dann geht es um eine Kampagne, die mir letztens zugeschickt wurde. Dazu werde ich da gleich noch ein Video drehen. Ja, das erfahrt ihr dann später auf meinem Kanal, deswegen abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, dann noch zur Jugendpreisverleihung Leipzig in Tauchers. Die ist ja am 9. April in Taucher im Jugendclub. Und ich werde dort als Moderatorin tätig sein. Ich habe ja schon
öfter Videos dazu hochgeladen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Wer will, kann kommen. Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar von euch da treffe. Wir können auch da quatschen. Es gibt eine Aftershow-Party, alles drum und dran. Das Voting für die Nominierten, wer den Preis, den Jugendpreis Leipziger Tauchers bekommen soll. Das Voting findet jetzt statt. Den Link dazu habe ich euch in die Infobox getan. Da könnt ihr für euren Lieblingsnominierten abstimmen. Und genau, dann freue ich mich, wenn wir uns das sehen würden. Das würde mich wirklich mega freuen, euch mal zu sehen. Dann sage ich jetzt mal Tschüss. Bye, bye.